So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde Estrange mit mir, Lunetschki, beziehungsweise das Spiel auf dieser lustigen Horrorinsel. Wir spielen einfach direkt da, wo wir aufgehört haben, beim letzten Part. Und ich weiß auch mittlerweile natürlich, was ich zu tun habe, was ich übersehen habe und was ich jetzt machen muss. Wahrscheinlich habt ihr schon in die Kommentare geschrieben, wenn das Video oben ist, das erste, aber nichtsdestotrotz, wir machen weiter. Ich habe nur ganz kurz mal nachgelugt und dachte mir so, mein Gott, bin ich dumm, die sitzen doch da überall, die liegen da überall rum, die Scheißteile. Ich habe total viel Batterie jetzt verschwendet. Hier im Nebenraum. Die Kacke, genau die, die brauche ich. Meine Fresse, bin ich dusselig. So, ran da. Umkippen, umkippen und umkippen. Richtig sexy. Genau, jetzt können wir mal ein bisschen mit der Tucker-Tucker-Bahn fahren. Hüpfen wir einfach hier runter. Und dann gehe ich mal hier rein. Und dann geht das los, oder was? Einmal am Hebel. Volle Kraft voraus mit draußen. Ja, mal gucken, wohin uns das... Oh, ich glaube, da fehlt das Tor, oder? Ist das offen? Wir machen das so. Wir sind Männer. So, mal schauen. Warum wir überhaupt mit der Bahn fahren, ist jetzt für mich ein Rätsel. Da ist ein Häuschen. Okay. Das war ja eine kurze Abschnitt. Den hätte man auch laufen können. Meine Güte, immer diese Faulenzer. Der Leuchtstoff wartet am Dunkeln. Strom. Okay, da geht's nicht lang. Na gut. Ich bin mal gespannt, wie wir die Viecher... Wir könnten theoretisch hier lang weiter... Wir müssen sogar hier lang weiter. Wir müssen nur da... Eigentlich nur da hoch. Und das Ding aufmachen. Aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass da irgend so ein verwachsener Mensch lauert. Der lebt doch hundertprozentig. Es war mir so klar. Du verwachsener Stück... Ah! Alter, meine Schießskills sind ja mal voll für den Arsch. Ich sehe da was. Ich höre da auch was. Okay. Ich hab einen Stuhl. Komm mir nicht zu nah. Wilfried. Ich... Da ist jemand. Bisschen verwirrt, der junge Herr. Kann das sein? Das sind mehrere. Junge, verwirrte Herren. Ja, moin. Meinst du, du kommst hier irgendwie ran? Die sind alle ein bisschen sehr verwirrt, oder? Das ist natürlich lustig. Ich werde aber erstmal, bevor ich da... Genau, ich werde mich im... Ist das deren Ernst? Fangt! Okay, geht nicht. Andere Idee. Weg mit den Stühlen. Weg mit den Stühlen! Ich will das Baby! Fangt! Sollte aufhören, so eine Kacke zu bauen. Ich zoome mal ran. Kann ich nicht schießen? Ha! Headshot! Mit rechts kann ich ein bisschen ranzoomen. Hört mal auf, junge Herren! Okay. Ich gehe da nämlich nicht runter, die hauen mich noch. Die hauen mich noch. Mon chéri? Bleiben Sie wohl stehen? Das Zielen ist echt, also ich bin so ein kleiner Noob, wisst ihr? Müsst ihr wissen, dass ich nicht so gut zielen kann. Ich sollte das vielleicht noch üben, vor allem das Schlimme ist, ich habe keine Muni. Also nicht genug Muni. Hauen die sich hier gegenseitig um? Wo ist der junge Herr hin? Ey, die Geräusche, ohne Witz. Das ist voll... Ach, da hinten. Ja, Moment. Ich gehe da nicht raus, Leute, ey. Das könnte knicken. Bleib stehen! Tu, olle Wurstfried. Ey, wie viele das sind. Könnt ihr auch irgendwie mal... Okay, ich habe eine andere Idee. Ich werde das Tor einfach aufmachen. So. Sehr gut. Sind sie theoretisch abgegrenzt, oder? Ich könnte die auch alle überfahren, wenn ich da ganz schnell reinspringe.
Ich könnte ja auch einfach über den Haufen schießen, wenn sie aber stehen bleiben würden. Ich bin nicht so schnell. Ihr Assis. Alter Schwede. Renn! Bloß nicht stehen bleiben. Hoch. Leiter benutzen. Schnell. Wunderbar. Komm auf die Gleise, mein Freund. Alter Schwede. Oh, fuck, ey. Das ist ja eine Kacke hier. Und ich verbrate meine ganze Muni für so einen Scheiß. Mann. Ich hoffe, ich finde noch ein bisschen Munition jetzt irgendwo. Den Nest. Das sieht schlecht aus. Ich habe keinen Bock, dass jetzt die Brücke einstürzt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass sowas passiert. Bei solchen Spielen weiß man ja nie. Könnten wir anhalten? Das sieht nicht gut aus. Ich möchte da nicht unbedingt reinfahren. Ja, das ist schön. Die Tür ist natürlich schon sofort wieder offen. Ich kann mir vorstellen, dass hier... hi? Dass da irgendwas Böses drin ist. Möchte es aber nicht unbedingt ausprobieren. Ich renne mal lieber ein bisschen. Ladedaten! Oh! Boah, Leute. Sowas ist doch gar nichts für mich. Wenn da so viele böse, komische, verwachsene Typen sind, da kriege ich doch so ein bisschen... Ein bisschen Panik. Das ist nicht unbedingt meins. Nein! Raus hier. Ja. Okay, da sind bestimmt wieder böse Menschen. Ey, wenn ich wenigstens schießen könnte, aber ich kann nicht, ich bin so schlecht. Ich hab so eine... Der lebt doch 100 pro. 100%ig. Fräulein? Wenn ich es schlagen könnte. Piu! Gesichtsschuss! Eigentlich nicht lustig. So. Ihr könnt auch einen Backstein nehmen. Und voll vor den Schädel hauen. Das ist doch die Idee des Jahrhunderts. Wenn da jemand drin ist, dann krieg ich ihn. Okay. Hier ist aber niemand drin. Eine China-Box, das ist schön. Hunger habe ich gerade nicht. Ein alter Fernseher. Ja. Gut. Würde ich sagen. Das war halt so nützlich wie ein Beinbruch. Also einfach weiter geradeaus. Immer der Straße folgen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das alles so richtig ist. Munition wird knapp. Ich würde gerne mal irgendwie was Richtiges haben. So Munition und so, ne? Bist du ein Verwachsener? Du siehst nicht mehr ganz so frisch aus. Der Wentworth-Tunnel. Genau, hier bin ich richtig. Wir müssen ja nach Wentworth. Moin! Was bist du für ein lieber Mensch? Komm ran, du Sau! Die KI ist ja auch so ein bisschen dusselig, wa? Hi. Hat wohl nichts gebracht. Boah! Du trittst da einfach. Die Steuerung ist ein bisschen eigenartig. Wenn ich Rechtsklick gedrückt halte, kann ich nicht direkt schießen. Es blendet mich ein bisschen. Junger Herr, machen Sie mal Ihre Taschenlampe aus. Die blendet. Splendid. Marvelous. Ist das richtig hier? Ich hab keine Ahnung. Ich geh mal da erstmal da vorne lang. In der Hoffnung, dass hier irgendwas ist, was mir von großem Nutzen sein kann. Ey, sag mal, hier ist der... Ist denn... Na klar. Muni! Was war das? Eine Tür. Oh, brauche ich nicht. Hier vielleicht irgendwas? Nö. Okay. Ich bräuchte langsam mal wieder Batterien, oder? Auch so fände ich ganz nice. Aber hier ist auch nichts drin. Nichts von großer Bedeutung zumindest. Also geht's links weiter. Gut. Hier ist ein bisschen wabbelig. Kann man die Steuerung kaum richtig... Na egal, Kopfschuss. Blah.
Man schwabbelt so ein bisschen weiter irgendwie, wenn man pausiert. Okay. Ja, müssen wir aufpassen. Welcher Gang könnte der richtige sein? Der dunkle oder der helle? Ich gehe links. Links immer zuerst. Ihr wisst ja, ich bin so ein Linksgänger. Ein Blindgänger. Eigentlich wohl relativ Wayne, wo man zuerst lang geht, weil beide sowieso zum Ziel führen. Also hier rein. Ja, genau! Hahaha! Das finde ich ja voll knorke von euch! Gedrückt halten, ja? Okay. Abwasserkanäle sind so das Ding in Horrorspielen immer. Immer. Es muss mindestens einmal Abwasserkanäle geben, irgendeine alte Villa und irgendwas, was richtig gruselig ist, wie Friedhöfe oder deine Mutti. Nackt. Ah! Okay, ich glaube, das war richtig so, dass ich reingesprungen bin. Ich hoffe es zumindest. Mal schauen. Aber Abwasserkanäle, warum gibt's in jedem scheiß Horrorspiel immer Abwasserkanäle? Cry of Fear, Outlast. Die ganze Kacke durchgehend. Ja, genau. Lass uns einfach mal diesen gruseligen Gang entlang schlendern. Na gut, wenigstens haben wir es nicht weit. Okay, ich. Bevor ich ins Wasser. Ganz entspannt. Die ist abgeschlossen. Ich dachte gerade, das wäre ein Typ. Aber das ist nur Müll. Okay, da müssen wir was in die Luft jagen. Wie es den Anschein hat. Warum müssen wir eigentlich immer schießen? Haben wir nicht irgendeine Nahkampfwaffe? Irgendwie 1, 2, 3. Momentchen. Ich speichere erstmal. F5. Schnell gespeichert. Optionen. Spieloptionen. Kann ja nicht wahr sein. Ich will eine andere Waffe haben. Nahkampf. Nahkampf. Hinten springen, ducken. Primärangriff auf Nachladen, Objekt verwenden. Verschiedenes heranzoomen, herauszoomen. Schnell speichern. Deine Mutter schwitzt beim Scheißen. Ich brauche mehr Munition. Explosionen! Wir brauchen mehr Explosionen! Hoppala! Ist ja alles abgeschlossen hier! Ich will da nicht rein! Okay. Okay. Sei ein nützliches Kind. Die Musik dazu auch noch, Leute! Ich krieg ein bisschen Panik! Okay, gucken wir erstmal hier. Wird aber nichts Nützliches sein. Geht's da weiter oder geht's da weiter? Ich geh mal hier rüber. Nö, es sieht nicht danach aus, als wenn hier irgendwas wäre. Oh, diese Musik, muss denn diese Spannung sein? Können wir nicht mal irgendwie was anderes spielen? Muss es immer Horror sein? Ich mag das doch nicht. Ich grusel mich nicht so gern. Ich habe immer so ein bisschen Angst. In letzter Zeit sowieso. Ich wusste nicht, dass es gruseln wird. Ich dachte, es wäre ein Thriller. Ein Thriller. Okay, Water Treatment Pump Control. Das könnte sogar bei Engländern könnte das eklig klingen. Water Treatment Pump Control. Hier waren Penners unterwegs. Ja, kaputt machen. Hui. Okay. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich soll da jetzt nicht reingehen, oder? Ey, könnt ihr mir mal ordentlich die Puppe schmatzen? Warum muss ich denn immer in irgendein knietiefes Wasser springen? Falls ihr zum ersten Mal einschaltet, Leute, ich hab da so eine Abneigung gegen in Spielen und so, weil man jetzt genau weiß, dass da immer irgendwas ist. Alle hopp! Vor allem seit Outlast, nicht seit Outlast, da sowieso! Seit Amnesia. Nirgendwo weiter? Water Treatment Pump Control? Hallöchen? War's das jetzt? Wo habe ich eigentlich die HP verloren? Ist die gerade nicht auf HP verloren? Hat mich irgendjemand geschlagen? Ich hab doch niemanden erwischt! Hä? Roffeln? Was ich denn jetzt machen? Durch die Rohre oder was? Nee. Ich schmeiß die Scheibe ein. Bringt's aber auch nicht wirklich. Hat der Raum einen Nutzen? Und wenn ja, wohin damit? Sieht nicht danach aus, als wenn ich irgendwie nützlich weiterkommen könnte. Die Dinger da unten sind auch nicht wirklich hilfreich. Die
Kisten? Boah, ich schau doch mal wieder ab, wa? Wenn er nicht will, dann will er nicht. Muss ja auch nicht jeder alles wollen. Ah, guck mal, da vielleicht den Schnubbel, die Bubbel. Na, schau mal, Kiek. Das ist eine Angelegenheit. Aber dann komme ich hier nicht mehr durch. Ah, ich habe eine Idee, natürlich. Deswegen die Kisten. Das ist natürlich super, super easy. Du Nordblock. Du wirst mal sehen, wie ich das nicht blockieren werde. Gib mir, ja, lass mich durch. So. Noch da durchkrabbeln. Oder auch nicht. So. Quick Save. Ich hab ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Was war das denn jetzt? Hab ich da irgendwas bespuckt oder was ist da los? Egal. Wir sehen uns hier an der Stelle beim nächsten Mal wieder, liebe Leute. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich find's auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Bisschen chaotisch noch. Bisschen undurchsichtig. Aber wir werden sehen, was das Spiel für Überraschungen für uns bereithält. Ich hoffe, wir kommen hier auf jeden Fall heil raus aus diesen Abwasserkanälen. Und wenn ja, wie gesagt, dann mal schauen, was passiert. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall weiterhin sehr viel Spannung erwarten dürfen. Okay, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal oder bei anderen Videos mit mir, Lunetschki. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Blablabla. Das war verkackt. Egal. Tschüss.